Es wird Abend mit einer Spinne, unserer Freundin, unserer einzigen, hier vorm Haus. Ich habe hier mal eine Tür reingebaut, eine Zimmermannstür oder zwei Zimmermannstüren, damit die Geräusche vom Meer nicht mehr direkt hier reinkommen, damit es ein bisschen ruhiger hier im Haus ist. Alles andere ist ja schon zu. Und hier oben habe ich Zimmermannstreppen mit gemeißeltem Birkenholz reingesetzt, damit das jetzt auch passt. In der Tür selber ist normales Birkenholz drin. Hier unten habe ich die Treppe jetzt auch fertig gebaut. Das bedeutet, wir können jetzt eigentlich so langsam beginnen. Auch hier setze ich die Fackel mal auf den Boden. Diese Treppe bleibt erstmal so, wie die ist, weil ich noch nicht weiß, was damit auf Dauer passiert. Aber wie gesagt, hier unten können wir jetzt mit dem Schubfachsystem beginnen. Obwohl, die Meeresgeräusche kommen immer noch hier rein, ne? Ich weiß leider nicht, wieso das so ist. Also immer an dieser Stelle kommen Meeresgeräusche hier rein. Es könnte auch daran liegen, dass hier der Boden, dass hier die Oberfläche direkt ist und dass da der Schall irgendwie noch durchkommt. Ich kann es nicht sagen, aber es ist immer genau an dieser Stelle kommt das durch. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. Schubfächer. Schubfächer brauchen wir ohne Ende. Und ich weiß nicht, ob wir diese Zweier-Schubfächer einfach mal machen oder ob wir die ganz klein machen. Vielleicht machen wir das wieder ein bisschen geteilt, dass wir Zweier machen und Vierer. Wohl Vierer mache ich eigentlich am liebsten. Aber eine steht fest, wir brauchen jede Menge Holz. Wenn ich mir das hier so angucke, dann brauchen wir wirklich jede Menge Holz. Wir müssen etlich Truhen machen. Wir müssen ganz, ganz viel Holz haben. Und wir legen uns mal ganz kurz schlafen. Ach nee, es sind Monster in der Nähe, deswegen geht es jetzt gerade nicht. Es gibt eine kuschelige Spinne. Ganz schnell und flugs mal eben unseren blauen Rucksack gezückt und ein saftiges Rindfleisch-Schubelinken gezogen. Gleich ist es vorbei, ne? Gleich hast du es hinter dir. So, raus. Eine Druckplatte könnte ich da auch noch. So, tschüss. So, ist doch irgendwas. Ich muss hier echt noch mehr ausleuchten. Das ist alles noch nicht so das Wahre. So, die Birken wachsen. Das müsste ich auf Dauer vielleicht auch nochmal zumachen, dieses ganze Ding. Siehst du, man wird hier doch noch permanent genervt. Ich nehme die Birken jetzt mal mit. Aber ich befürchte ganz arg, dass das, was wir da an Holz rauskriegen, noch lange nicht reichen wird. Alter. Bin doch gerade angeschossen worden. Wo ist denn das Skelett? Also hier direkt am Haus muss jetzt immer nichts spawnen, ne? Wo kamen diese dusseligen Creeper denn jetzt her? Wie können die denn hier spawnen? Hier ist doch nichts. Ob man diesen Schall auch wohl wegkriegt, wenn man hier eine hohe Hecke direkt am Haus baut? Ich bin mir ja nicht sicher. So, wo ist denn hier unsere Hacke? Ja, ja. Komm, ey. Das hat bald ein Ende hier mit den Creepern. Und ich frage mich immer, wo die herkommen. Man guckt noch in die Runde, dann fängt man an abzubauen. Und im nächsten Moment steht er hinter einem. Das ist ein Rätsel. Das habe ich jetzt noch nicht rausgefunden. Wie mir das immer wieder passieren kann. So, Birken sind hier noch ohne Ende. Holz allerdings nicht mehr so viel. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann können wir hier jetzt auch weitermachen. Machen wir hier noch ein bisschen Birkenholz. Noch ein bisschen Kleinholz. Hm? Ist da überhaupt kein Setzling? Doch, wollte ich das sagen. Irgendwo kommen doch immer Setzlinge runter. So, also wie gesagt, diese Seite würde ich gerne komplett kahl machen. Ach, unsere Akazie ist gewachsen. Wie nice. Die ist jetzt zwar ein bisschen kahl rasiert hier auf dieser Seite. Aber wir haben Akazienholz. Wir wollten ja auch eigentlich eine Akazienholztür machen. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Aber jetzt haben wir die Birkenholztür. Jetzt lassen wir die erstmal drin. Aber schön, schön, dass sie gewachsen ist. Ich kann nichts mehr einsammeln. Alter, das ist echt nicht mehr normal.
Weiter im Text. Da lassen wir uns ja nicht von abbringen jetzt. Hier ist Holz. Das lassen wir mal da. Das Holz brauchen wir gleich. Ah, da ist auch noch jede Menge Holz. Holz raus, Holz raus. Diamanten rein. Birkensetzling müssen wir gleich pflanzen. Spinnenauge. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. So, jetzt sieht es auch schon besser aus. Okay, also. Birkensetzlinge. Vielleicht einfach ein bisschen näher am Haus jetzt im Moment. Auf Dauer bleibt das ja nicht so. Da, 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 da. Wollen wir eben noch ein paar Druckplatten machen? Oder wollen wir keine Druckplatten machen? Haben wir denn noch? Ah, wir haben auch nicht mehr. Ach, was soll's. Erstmal ohne Druckplatten. So. 64 mal Birkenholz. Das ist doch schon mal was. Truhen. Jede Menge. 8. Das reicht noch nicht. Wir brauchen viel mehr. 16 Truhen. So, ich glaube, in den Ecken war, dass er mich nicht alles täuscht. Immerhin. Immerhin haben wir schon mal 16. Ein paar halbe machen wir auch. Komm. Ein paar halbe machen wir auch. Die gehen nochmal. Wie gehen die nochmal? Schubfächer, die halben. Wie kriegt man die nochmal hin? Genau, da sind nur 2 Truhen, der Rest Holz. 2 Truhen und der Rest Holz. Da müssen wir nochmal eben 2 Truhen machen. Und der Rest Holz. Wir haben ja noch ein bisschen, ne? Wir haben ja noch ein bisschen. Etwas haben wir ja noch. Komm, lass nochmal 8 Truhen machen. Was soll's? 2, 2. So, jetzt geht uns das Holz aus. Die behalten wir mal als Vorrat. Die brauchen wir sowieso noch, wenn wir ein automatisches Schubfachsystem machen. Brauchen wir die ja auch noch. Dann brauchen wir ein Hopperdukt. Hopperdukt. Lange nicht mehr gebaut. Hopperdukt. Woodplanks. Eisen. Ergibt Hopperdukt. Was brauchen wir denn? Kann man nicht einfach ganz normales Holz nehmen? Eisen und Holz. Eisen und Holz. Mehr ist es ja gar nicht. Eisen und Holz. Eisen. Wo habe ich denn Eisen? Wo war das Eisen nochmal? Haben wir hier in der Truhe? In dieser Truhe ist irgendwie gar nichts drin. Die ist einfach nur nervig, weil da nichts drin ist. Ich glaube, in diesem braunen Rucksack war noch was drin an Eisen. Da haben wir ja einmal das ganze Eisen gehabt. So, das sehen wir erstmal raus. Und dann gucken wir jetzt mal gerade, wie war das jetzt? War das ein Hopperdukt? Ja, wunderbar. Hervorragend. Lass uns mal 4 Hopperdukts machen. So, jetzt müssen wir noch so einen Trichter. Trichter. Einen Trichter brauchen wir. Truhe und Eisen, genau. So war das. Truhen haben wir ja. Eisen, 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 Eisen. Und Truhe ergibt Trichter. Was war das andere eigentlich eben für ein Trichter? Hopperdukt. Grated Hopper. Was ist das? Wofür braucht man das? Grated Hopper. Wofür benötigt man das? Mit einem Eisengitter und einem normalen Trichter bekommt man das. Hm, weiß gar nicht, was das ist. Okay. Also Grated Hopper heißt wörtlich geriebener Trichter. Wir brauchen noch diese... Wir brauchen noch diese Verkleidungen. Verkleidungen brauchen wir noch. Die müssen wir auch noch haben. In den Ecken Stöcker, sonst normales Holz. In den Ecken Stöcker, sonst normales Holz.
Machen wir gerade mal ein paar Stöcker. Zack. Oh, es haben wir viele davon. Was soll's? Sonst normales Holz. Da brauchen wir eigentlich nicht viele von. Aber so ein paar wären vielleicht nicht verkehrt. Moment mal, da sollten wir vielleicht die Birkenholzdinger nehmen. Vielleicht. Vier Stück reichen, mehr brauchen wir nicht. Kuckuck! Kuckuck! Und ich sage nur Kuckuck! So, das artet hier in Arbeit aus jetzt. Ich muss jetzt mal eben schauen. Erstmal kommt der Krempel jetzt hier in den Rucksack, damit wir gleich wieder Platzmangel haben. Truhe, 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 keine Ahnung. Eigentlich würde ich hier gerne mit dem System hier anfangen. Dann könnte man das, oder wir fangen das einfach hier an. Wir fangen das mal hier an. Wir bauen das jetzt erstmal alles auf. Von der Höhe her reicht das ja. Jetzt nehmen wir die Birkenverkleidung für die Ecke, damit es danach auch weitergeht. Zack. Ach, die anderen können wir auch dafür. Eine reicht zwar aus, aber wir nehmen jetzt einfach mal alle hier rein. So, dann haben wir das komplett dicht. Oben machen wir auch noch einen hin. So. Für den Fall, dass wir nochmal höher bauen wollen. So, die haben wir verbaut. Und dann nehmen wir jetzt mal... Fangen wir einfach mal mit diesen hier an und gehen hier erstmal weiter. Das sieht auch schon mal gar nicht so schlecht aus. So, jetzt setzen wir hier oben noch ein paar Fackeln hin. Ganz oben. Die Fledermäuse fliegen wieder. Die Fledermäuse fliegen wieder. Das hier muss noch weg. Das stört hier noch etwas. Das muss nachher wieder zu. Da, 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 da. So, jetzt muss ich mal eben gerade schauen, wie wir das hier mit dem Hopper-Duct jetzt hinkriegen. Das Wichtigste ist erstmal den Boden aufmachen. Ohne das geht sowieso erstmal schon mal gar nichts. Unten auch noch ein bisschen weiter öffnen. Hier auch. Ach, wir brauchen noch dieses andere Steuerelement. Wie hieß das denn nochmal? Automatisches, was war das? Auto-Crafting Table? Nee, das war's nicht. Wie hieß denn das Ding, was man noch dafür braucht? Ich vergaß. Es ist der Controller. Es gibt ja den Schubfach-Controller und den Controller-Slave. Den Schubfach-Controller können wir aber nicht bauen, weil wir keinen Redstone-Komparator bauen können, weil wir nämlich keinen Nether-Quarz haben. Oh nein, jetzt muss ich dafür in den Nether. Nein, ich muss dafür in den Nether. Oh nein, das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich doch tatsächlich in den Nether. Ja, Haie. Auch wenn man keine sieht. Ja. Das ist ein bisschen ärgerlich. Was bedeutet das für uns? Ich will jetzt hier selbstständig auf dieser Insel werden. Ich will jetzt hier selbstständig werden. Ich werde nicht aufs Festland und nicht nach Hause gehen. Wir werden ein... Alter.
Wir werden Netherquarz suchen und auch finden. Und weißt du, was wir als erstes dafür brauchen? Eisen für Wassereimer. Weil wir nämlich erstmal Obsidian abbauen müssen. Eisenbarren. So, jetzt stellen wir mal eben ein paar Eimer her. Vielleicht mal zwei Stück oder so. Zwei Eimer nehmen wir doch mal mit. Und dann gehen wir. So, das Eisen packen wir erstmal hier in diese Truhe rein. Das sehen wir nachher alles nochmal wieder raus. Und jetzt begeben wir uns auf die Suche nach Lava, nachdem wir am Meer waren und uns auch ein wenig mit Wasser eingedeckt haben. So. Dann schnell wieder weg. Von der lauten Brandung. Von der lauten Brandung. Okay. Und jetzt... Und jetzt suchen wir. Das habe ich ganz vergessen, dass man dieses blöde Nether-Quarz dafür braucht. Wir müssen in den Nether. Ich fasse es nicht. Obwohl, warum hier nicht ein Nether-Portal hinbauen, ne? Wieso eigentlich nicht? Vielleicht können wir sogar im Nether einen Weg finden, wie wir schneller nach Hause kommen. Dann können wir nämlich immer über den Nether relativ kurzfristig hier hinkommen, wenn wir wollen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ist hier Lava? Genau da. Ah, Moment. Oh, jetzt habe ich ja keine Steine. Steine brauchen wir jetzt natürlich. Kohle nicht so. Holz auch nicht. Den Trichter und Hopperdakt auch erstmal nicht. Oh, wir dürfen jetzt nicht vergessen, dass wir diese Sachen im grünen Rucksack haben, die wir brauchen. Ich breche das hier nochmal auf. Mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Eben mit unserer Schluckauflava ein bisschen klarkommen hier. Huch! Huch! Voll Kacke. Oh, wieso kann ich da keinen Stein setzen? So. Okay, also hier haben wir auf jeden Fall Lava, die wir auch abkühlen können und die dann zu Obsidian wird. Hoffe ich jedenfalls. Oh, die kommt aus so großer Höhe. Ist das alles fließende Lava? Das muss ja... Der Lavasee muss ja... Oh, geht der hoch. Okay, anders. Irgendwie werden wir doch da rankommen jetzt. Okay, da kommt die raus. Die fließt aber auch nur. Ich weiß gar nicht, das ist glaube ich keine stehende Lava jetzt, ne? Dass es durchgeht, nur fließende Lava. Mit fließender Lava können wir nicht viel machen. Ich habe jetzt gedacht, das wäre wohl stehende Lava. Lass uns nochmal eben hier reinbuddeln. Mal gucken, was wir hier finden. Ob da irgendwo ein Lavasee ist. Muss ja eigentlich. Ich meine, hier unten gibt es so viel Lava. Das kann jetzt nicht sein. So, was ist das denn hier? Mein Gott, wo kommt die denn her? Wie hoch ist das denn? Immer dem Schluck auf nach. Dann wird man es schon finden. So, das sieht gut aus. Das wollte ich doch. Genau das wollte ich. Das sieht vernünftig aus. Stehende Lava, damit können wir doch arbeiten. Damit können wir arbeiten. Hervorragend. Sehr gut. Na, warte mal. Fließende Lava wollen wir jetzt nicht erzeugen. Das machen wir mal so ein bisschen frei, damit wir ein bisschen Platz haben. Nicht alles so eng an eng hier ist. Das machen wir dicht.
wenn das denn geht. So. Das sieht sehr gut aus. Jetzt machen wir hier noch eben so einen kleinen Brunnen hin. Provisorisch. Eigentlich brauchen wir das nicht. Normalerweise reicht das aus, was wir hier an Wasser in Eimern haben. Aber zur Vorsicht nehmen wir dann doch nochmal die beiden Eimer mit. Mit der Gewissheit, dass wir noch Wasser nachholen können, wenn wir es denn brauchen. So. Und hoch. Und Lava ausgießen. Lava ausgießen. Jawohl. Müssen wir mal eben gucken, wie weit das jetzt runter geht. Da ist nämlich ja noch Lava drunter. Da ist natürlich noch überall Lava drunter jetzt. Wir kriegen das hin. Obsidian. Und wie schnell wir das abbauen können. Guck das bitte mal an. Wie schnell das geht. Das freut mich ja ungemein. Ah, das ist eine gute... Eigentlich gut, dass wir diesen Controller nicht sofort bauen konnten. Denn jetzt haben wir noch die Möglichkeit, in Nether von hier aus zu gehen. Praktisch an einer ganz anderen Stelle im Nether rauszukommen. Und ich bin wirklich gespannt, wo wir da rauskommen. Vielleicht an einer Stelle, wo wir schon mal waren. Vielleicht aber auch nicht. Naja, gut, okay. Das war jetzt nix. Spannend wäre das ja schon, das rauszufinden. Machen wir mal hier weiter. Stück für Stück. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich schon? 9 haben wir schon, das reicht schon. Ah, nehmen wir nochmal vor, jetzt haben wir nochmal 2, 3 mit. Stück. 12 ist eine Glückszahl. Ein bisschen fummeln hier. So. Die Lava ein bisschen zurückgedrängt. Okay. So, wie sieht es mit den Öfen hier aus? Eisen. Ach, was soll's. Lassen wir drin. Damit halten wir uns jetzt nicht auf. Okay, was wir jetzt brauchen... Das Eisen haben wir komplett oben gelassen jetzt. Hier ist gar nichts mehr drin im Rucksack, oder? Wir haben jetzt nur noch hier im Ofen Eisen. Flintstone müssten wir eigentlich auch gesammelt haben. Flintstone, haben wir Flintstone gesammelt? Müssten wir doch gesammelt haben. Bei dem ganzen Kies, den wir hier gesammelt haben, muss doch auch Flintstone dabei sein. Lass uns mal eben die Rucksäcke absuchen. Da muss irgendwo Flintstone dabei sein. Das kann gar nicht sein. Da, Feuerstein. Sehr gut. Eisen. Feuerzeug. Wir kommen der Sache immer näher. Portal. Boah, ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. So, das Wasser ist jetzt irgendwie gerade... Brauchen wir das hier? Ich weiß auch nicht. Wollen wir das nach oben bauen oder wollen wir das hier unten lassen? Eigentlich können wir das ja hier lassen, ne? Komm, wir bauen das hier hin. Wir bauen das hier hin. Da ist eh Lava. Da werden wir eh nicht mehr weiter buddeln.
Ach, was für ein wunderschönes Portal. Ist ja herrlich. Aber weißt du, was ich jetzt als erstes mache? Also erstmal packen wir den Krempel jetzt erstmal wieder weg. Wir nehmen auch nicht die Diamantspitzhacke mit. Wenn wir sterben und die würde jetzt uns verloren gehen, das würde ich mir ja nie verzeihen. Moment, wo wollen wir jetzt eigentlich... Wo war der Raum jetzt?